Und willkommen zurück zu Shadow of War. Wie versprochen schauen wir uns jetzt mal die Festung an und kümmern uns um Lorm of the Flies. Ich guck mal meine Siege Upgrades, wie es denn da aussieht. Ich brauche einen anderen Assault Leader. Oh, ihn gleich. Den Paranoiden. Dann, wen haben wir noch dabei? Wieso ist er jetzt auch schon Assault Leader? 19? Nee, nee, nee. Hier Level 26. Norsco the Tarkslayer. Auf jeden Fall. Blood Gripper, Hawk the Obsessed. Gash the Funny One. Thrak Goof. Ah, da war auch was. Book the Dam. Nehmen wir ihn doch auch mit. Level 35 erst, okay. So. Wir greifen an mit einer Bande Olokai. Savages. Fiery Siege Beasts. Ja, aber Moment mal, nee, nee, nee. Ich setze hier keinen mit 19 rein, solange ich noch einen 25er hier unten habe. Der Gold-Thief. So. Wir nehmen einen Warg-Rock mit. Ich meine, hier habe ich schon zwei von mir auch noch in der Festung sitzen. Ja, was soll ich sagen, außer, hey, ab geht's. Capture the Fortress. Ich da irgendwo mal fast travel. Ist es weit oder kann ich fast travel? Ist hier unten? Ach, ein Grauk. Ich muss halt dummerweise auch in die Richtung, ne? Aber Unbroken Grounds kann ich nicht Shadow Mountain. Nee, dann laufe ich nur vorbei. Au. Wer wirft denn da mit Steinen? So, Capture Darsgurum. Chance here? Because you took one little fault
From Ratbag, no less. Well, now you'll see what a real overlord can do. Scheiße, hat sich das Ding gesprochen. You cannot scare us. You cannot take this fortress. What you can take is your sweet time. Dying in its dungeons. All due respect, Master. No better time than the present. The Bright Lord already took one fort, and this maggot's not impressed. When we get in there, I'm gonna reach down his throat and pull out his heart. That'll impress him. Das. That worked a treat. Oh, I love infiltrating and betraying. Never do it to you, of course, boss. Enter the keep. Will scour the flesh from your bones. Und dann wird es Zeit, mal meine Leute noch zu akquirieren, die ich noch so im Pedo habe. Yeah.
doch grad mit. Okay, dann geht das nicht. Da hinten. Mal, ob ich irgendwie was mit dem Bird of Prey ausrichten kann. Das sollte doch eine harte Recruit. Abandon your master and serve me. I am your chosen master. Und bleib gleich da und kämpfe. Och, no chance auch noch. You should have taken me while you could. Ja, das ist richtig, das hätte ich machen sollen. Wow, sag ich da. Wow. Okay. Nun.
Ich habe nur noch die zwei. Und dann gehört mir die komplette Armee. Versuche ich es mal so. Continuing the assault. Every attempt you make to capture fortress affects the world, and the progress you've made is saved. Your own followers may have been killed or captured after your defeat. If you're playing on Nemesis difficulty, any enemy warchiefs you defeated will be replaced over time. Andere Seite in die Richtung. Vorne ist noch einer zum Looten. Dann nehme ich noch schnell mit. Wie sieht das an der Lootfront eigentlich aus? Sagen wir nochmal, wie sieht es denn jetzt hier aus? So. Remove und den besseren einsetzen. Die anderen brauchen alle noch. Ein Duell. Scoff the Cutthroat gegen Maku the Guardian of Mordor. You're just a wriggling maggot, and I'm here to squash you. I want two things from you. Bleeding and screaming! Pinku? Ich warte hier ganz brav ab. Too slow, Tart. Suffer. Here comes the bang. Der ist angepisst wegen irgendwas.
damit. You broke my shield when we first fought, but you did not, and could not, break me! Hey! You're like a candle to him. You're brightly glowing, warm and inviting, and then he snuffs you out! Einer mit Hype, man! Get over here! Scheiße. Ja, das war cool, gebe ich zu. Kannst du deinen Rage mal bitte. Kannst du mal aufhören zu ragen? Das wäre ganz geil. Ja, okay. Dann, sorry. Und jetzt. Schnell! Ja! Recruit. Infiltrier mal deinen Meister, jawohl. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt den Typen, der da noch steht. Der nicht begreift, dass er hier einfach nicht unter Freunden ist. Gibt's hier irgendwo noch? Nein. Ein Gem. Hat's hier irgendwo Pfeile? Ja. Hat's. Wo kommt denn der jetzt her? Aber um fair zu sein, das kann eigentlich ganz geil sein. Boah. Oh, 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 oh. Ah. Nee. Nee. Komm. Komm, komm, komm. Der ist broken jetzt. Nicht den. Dann mach halt erst den, wenn es dich glücklich macht. So. Den fucking Grau. Okay. Dann nicht. Schade, wäre cool gewesen. Hm.
Hier sind keine Pfeile mehr, okay. Na? Aua! Natürlich der außerhalb. Oh, Dazed ist gut. Dazed heißt, ich kann ihn freezen. In der grauen Theorie zumindest. Achso, er ist schon wieder wütend. Ja, dann nicht. So, dann frage ich mal den Bogen hier, was jetzt im Moment so abgeht. Erstmal, was ist hier unten noch? Okay, hier ist eigentlich nur noch ein einziger. Dann schauen wir mal, wer hier noch steht. Zuka the Elder. Mhm. Das heißt, wir gehen in die Armee. Kushtrim the Kinslayer. Kinslayer. Ja. Das darfst du natürlich sehr gerne weiterhin machen, wenn das ein Hobby von dir ist. Dass alles immer 2000 Meter von mir weg ist. Egal wohin, es sind immer 1700, 1800, 1900. Ah, Warrior Gems, wie sieht's da jetzt aus? Jetzt müsste ich da auf jeden Fall genug haben, weil da hatte ich lauter Zweier. Ja. Ah, brauche ich noch einen von diesen großen, dann kann ich einen ganz großen machen. Das ist schön. Da sind jetzt einige mit Blut.
Kannst du mir den letzten Ding von meiner Warchief da erzählen? Naruk, Mapkeeper. Ein Checkpoint Raid. Ice Mountain raided Pushprints Checkpoint. Okay. You lot will probably let me down, but this point must be held. Ein schleichender Olokai. Not exactly a fortress, but you've got to start somewhere, and we're taking that arch. How is it that someone get that cat a bowl? You're quiet up there, you know. Yo! Of course you show up. Italy. Just as we're getting attacked by a bunch of mud-eating maggots. Fine. We'll just kill the lot of you. Falsche Ecke. Und infiltriere gleich deinen Meister. Sehr schön. Wieder ein Steinchen gekriegt. So, das heißt, ihr seid jetzt jeweils. Ach ne, der ist direkt ihm seiner. Ha? Warte mal, kann ich, wenn ich jetzt sag, so du, Command, kannst du ihn infiltrieren? Oder? Dann chillt der mit dem direkt im Thronsaal? Ja, Leute. So werden die Chancen erhöht. Dann auf, wieder die 1700 zur Arena. Werden die jetzt alle mit Bodyguards ausgestattet, dann kommt ein Betrayal, zwei Betrayals quasi, und dann wollen wir nochmal versuchen auf die Festung zu gehen oder was? Wer ist denn eigentlich im Moment mein Bodyguard? Das ist ja die nächste Frage. Ich nehme mal einen großen Ice Mountain. Ice Mountain ist halt schon cool, ne? Da haben wir jetzt auch schon langsam aber sicher eine Story zusammen. Weißt du was, Ice Mountain? Aslan. Du bist ab sofort mein Bodyguard. Ich nehme mich dann mit in den Thronsaal.
Der war doch auch ein Alter aus meiner Garrison, ne? Garrison. Garnison. Egal. So. Er ist Level 25. Was habe ich für Details? Exhaustion. Damaged by Range. Achso, das ist so einer, der von allem angepisst ist. Damaged by Ranged. Pass auf. Du bist sowieso einer, der Ranged macht. Ich setz dir einmal mal einen Haufen... hast du schon bessere? Du bekommst eine Archer. Warum nicht? Weil er Decoys dabei hat. Okay. Ja. Wieso kann ich ihm keine Gang mit dabei geben. Okay. Aber ich mach dir mal mehr Schaden. So, dann schaue ich mir jetzt den Kampf mal an. Ach nee, die Arena war ja in der Stadt, genau. Nee, das meine ich nicht. Hast du mir was Spannendes erzählt? Nee, hier ist auch keiner mehr, ne? Nö. Ja. Ich habe ja kein Need for Intel mehr. Also gut, dann schauen wir uns den an. Der bisschen geboostete Rush Blood Ripper gegen Hura Broken Shield. Get ready to go. Ach, weil er schon. Nein, das sind seine Decoys. Enraged by Burning. Ja gut, er ist enraged by everything. Aber er ist fireproof. You wanna be Tinder? Stay away from the fire! No weapon can break me! Ja gut, das war ein schnelles, kurzes, langweiliges Vergnügen.
Breaking a shield, but you cannot break a true Uruk warrior. Können wir machen. So. Also, da das jetzt nichts war. Können wir hier aber trotzdem noch ein paar Kämpfe ausfechten. Schon, Norsko, das schaffst du. Practice time is over. Time for a real fight. Looks like another maggot. Can't wait to be my next victim. Norsko ist zumindest halt komplett unsterblich. Kommt immer mehr zusammengeflickt zurück. Irgendwann komplett so in Eisenbänder, einfach nur noch so Lost with the Iron Man. Es ist halt schon ein krasser Levelunterschied, aber irgendwie schafft's. Ich meine, die Tatsache, dass Olokai ist, gibt ihm halt so einen massiven Vorteil. Natürlich die Kagos noch gebessert. Oh, schaut aber gut aus. Wir kommen die ganze Zeit in den Sprung. Was soll man machen? Jetzt schön Steiß machen. Wir haben zumindest schon mal gebrochen. Ja, nee, es ist halt abartig, wie krass Olokai sind. On your knees!
to serve you. Ja, Command. Dann werdest du halt den ihm sein. Bodyguard auch. Aber Norsco werden wir sicher wiedersehen. Argul the Giant. Dann versuchst es du halt nochmal. You've been lucky so far, and that luck is about to end. I do not have all day. I have a lot more maggots to kill. Die! Oh, jetzt brennt er, aber das enraged ihn, das ist gut. Aber jetzt weiß er vor lauter Gegnern wieder nicht, wo er hinschlagen soll. Ja, doch. Das müsste es eigentlich gleich gewesen sein. Bam! Done and dusted. Und ich habe einen Bogen gekriegt. Das ist doch auch schön. Achso. Skillpoint habe ich auch noch. Was war hier noch? Complete Kanan Quest to summon a Drake. New. Und was war hier? Soaring Rage. A Drake can shoot fireballs when might is not full. Ach so, dann health Drake. Nee. Take less damage from attacks. Ja, vom Super Drache. Auf geht's. So, er hat jetzt also zwei Bodyguards, die eigentlich mir gehören. Das ist gut. Maku ist Zuka the Elder. Ist es der Vater von meinem Zuka? Funny One. Gosh. Versuch's doch mal. Wir bekommen ein weiteres Match. Gosh, the funny one gegen einen unbekannten Captain. You're a little on the dull side. But you'll do. Hush, Krish, the nightmare. Let's start this. Or should there be, let's end this. Let's start or end this. So witzig ist der jetzt auch nicht. Der funny one. Your end is here. Gibt andere Comedians, die sind besser. Wurde schon gebrochen? Jetzt greife ich nochmal an. Nicht lang rumhüpfen. Boah, Headshot. So stelle ich mir das vor. Jawohl. Gain 6 Levels. Jawohl. Naja, ich sag ja immer wieder. Die Arena ist sowas wie ein Casting. So, er hat jetzt 2. Er hat noch gar keinen.
the suspicious. Wieso ist der Neue, der da gekommen ist, Level 39? Das gefällt mir nicht. Habe ich jetzt gerade so halb gesehen. Was gibt denn bitte? Das hier ist die Bright Lord Loge. Jo. I show you how to fight. Stop stalling and make a move. Your life has... Zwei wütende Oloks gegeneinander. Ja. Fix out time. Watch out. Das ist immer nur ein Mirror-Match. Aber unser Olok ist da doch einiges besser dran. Naja. Der ist schon gebrochen. Arpratu Ichi erledigt. Und von dem gefunden. Have a follower kill an enemy, increase damage dealt by Uruk allies. Ist halt die bessere Version von dem. Aber das heißt, dass wir den auf jeden Fall wegpacken können. Ja, der Fokus ist größer, deswegen ich den schon aus. Was haben wir hier denn alles Tolles? 27er Schwert. Kill a captain who is armed with a fire weapon. Execution on a captain, make your attacks, lights enemies on fire for 10 seconds. Uff, das klingt zwar ganz nett, aber es ist es nicht. Aber ich könnte mein Hauptschwert upgraden. Ja, der kommt weg. Nee, das wollte ich machen. Oh, 27er. Usually weapon to kill an enemy who is on fire. Increase range damage to enemies that are on fire. Might gain on critical hit. Ja, vor allem ein Pfeil mehr, mehr Schaden. Und might gain on critical hit ist auch super. Da kann der dann wieder verkauft werden. Was haben wir denn hier Schönes? Das kann auch weg. Und hier ist auch wieder einer. Sehr schön. Also wie gesagt, er hatte zwei. Er hat jetzt einen, da können wir ihm noch einen dazu setzen. Was macht denn ihr hier? Nein, Quatsch, braucht ihr nicht. Oh! Hier ist noch ein Feral Beastmaster. Du kannst auch infiltrieren. Arhenok. Dann schauen wir uns diesen Kampf noch an, würde ich sagen. Oh, gegen einen berittenen Bogenschützen. Ha! I'm not impressed.
I will sacrifice you to the Dark Flame. We are beset by Katagors. Tja. Ja, der legt da hinten erstmal die gegnerischen Karagos, sehr gut. Und schon ist der Reiter in der Unterzahl. Und noch von seinem Karagor runtergeworfen. Und wird gefressen. Nicht sein Tag. So, jetzt zwiebeln wir noch eine. Ja, diese 5 Level Unterschiede machen halt einen Scheißdreck. Ne? Das ist halt ein Olog. Olog sind halt einfach ultra krass. Dann weggeschleudert einfach. Bam. Ja. Nice. Ah, Haddock hat es geschafft. Levels. Und wir haben was completed und wir haben ein Schwert gekriegt. Terrorize an enemy, critical hits have chance to curse enemies. Nö. Aber das Upgrade nehmen wir gerne mit. So, dann haben wir doch jetzt Betrayals, oder nicht? Naja. Dann fast traveln wir mal rüber und machen einen Betrayal. Und das zweite da unten kann man eigentlich auch gleich mitnehmen. Dann sind wir zumindest wieder in Ausgangslage. Und dann hat sich in dieser Folge halt einfach mal nichts ereignet. Nee, Quatsch. Es ist ja genug passiert. Ich habe jetzt ein paar Level wieder gut. Ich habe Leute, ich hab da fliegt ein Drache. Nicht das anzünden, das brauche ich. Da geht die Mission los. Betrayal. Naruk Mapkeeper. Und dass der auch so krass ist halt. Was war der 39 oder so? Major Locke! We knew you'd be coming this way, so we made plans. Plans you won't survive to see us finish. You die, boss! Dann komm ich doch mal runter. Achso, der ist 39, das heißt, ich kann ihn gar nicht besiegen. Ich kann ihn gar nicht umtreten. Aber ich kann nicht purifieren, das ist doch was. Congratulations, Ranger! You've survived my warm-ups. Dann hau den kaputt. Sehr gut. Ja.
All followers must survive. Das ist ja ein easy way out. Oh, Hirnarmor. Was gibt die denn? Execute a captain, might gain per captain killed. Might gain on critical hit ist halt besser. Was soll ich sagen? Genau. Also wir haben jetzt hier unten noch ein Betrayal, den machen wir auch noch. Dann können wir uns dann in der nächsten Folge um die Base nochmal kümmern. Aber wobei, wäre eigentlich cool, wenn wir das in der Folge abschließen, dann dauert die Folge halt etwas länger. Aber ich will das Thema in der einen Folge. Dann haben wir schön Handlungsbogen und so. Ja, komm. Betrayal, auf geht's. Hey! Look here, boys. The praise had enough and has come for a butchery. For a bright lord! Der ist abgehauen. Ja, von mir aus. Aber ich glaube nicht, Tim. Das ist der Arrowproof. Dann muss Papa doch zu Fuß ran. Zack, in einer geschmeidigen Bewegung, Kopf ab. Dorian Bow. Headshot an enemy chance, charge headshot causes a head explosion, making nearby enemies flee. Und health recovery per ranged hit. Freunde, 12. Ja, ey, Leute. Da ist er, mein Bogen. Das ist Zeichen, das machen wir. Wir machen jetzt die Putze hier direkt. So, wir nehmen als Assault Leader. Ice Mountain machen wir wieder. Wir aktivieren die Savages. Passt. Komm. Zurück zur Festung. Fast travel. Versuchen wir das Ganze nämlich gleich nochmal. Unfinished Business, genau. Ach, siehste mal. Bin ich wieder. I have such fond memories of last time. I can still hear you screaming. I can still see you thrashing about in agony.
Let's make some new memories! Warte, der hat 4 auf Execution? Seit wann das denn? Lorm of the Flies killed. So, ich würde tatsächlich den Ice Mountain, wo ist er, zum Overlord ernennen. Ja. Achso? Achso, Promote. Level 30, nice. Blackguard Bow, Darkest Dagger.
Schauen wir nochmal. Darkest Dagger. Recruit an Orc from the Dark Tribe. Oha, Dark Tribe. Level 40 or higher. Ja, okay, das dauert halt alles. Increases Poison Damage to Enemies. Okay, Critical Hit Damage is increased by 23%. Set Bonus is gain might when enemies take damage from your poison and all attack have 15% chance to inflict an explosive poison on grunts. Ja, das ist ein sehr düsterer Dagger. Den gebe ich zu. Was haben wir hier für einen Bogen gekriegt? Blackguard Bow. From Outlaw Tribe, okay. Range Damage to Enraged Enemies. Ah, okay. Replenish one Elf Shot per Ranged Kill. Das ist halt auch immer sehr nice. Weil man hat die Chance, viel, viel mehr Dinger zu holen. Dann gibt es 1000 Cash und ich habe noch einen Skillpunkt. Deadly Striker. Double Charge your Glaive to more follow-up attacks. Releasing at the moment the glaive is charged and it's might for each enemy hit. Ich nutze es halt nicht, ne? So, Final Blaze oder Freezing Blast, ja, nach dem Elfen Mage. Das ist halt nochmal geil. So. Und dann würde ich sagen, mit einem Blick auf mein Reich. Ach nee, ich will noch in die Armee reingucken, wer da jetzt Warchief ist. Das ist der Karagor-Tamer, ja, Ar-Henok. Und Cutthroat. Oh ja. Leute. Das ist doch super. Schau mal, die Stadt sieht auch jetzt voll schön aus. Genau. Na, mit meinem Ice Mountain Watch. Nee, Overlord. Verabschiede ich mich für heute vom Stream und bis in die nächste Folge. Bis dann.